Ja, einen wunderschönen guten Morgen, muss man glaube ich offiziell sagen. Für mich ist es mehr nachts. Nachtschlafende Uhrzeit, 12 Uhr in Köln auf der Sieglinde. Kurze Frage in die Runde: Wer von euch ist schon wach? Wer ist noch wach? Wer hat hier im Raum übernachtet und glaubt jetzt gerade an einen Fehler in der Matrix? Okay, wir haben schon mal ganz gute gemeinsame Voraussetzungen. Mein Name ist Joachim und ich schütze Daten. Das mache ich in mehreren Eigenschaften. Einmal bin ich beim AKA Vorrat. Ich bin heute hier in meiner Rolle als Datenschutzbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bonn. Genau genommen kommt jetzt seit kurzem auch noch der Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel dazu. Beim AKA Vorrat haben wir immer die Situation, dass wir uns auf einer ganz hohen Ebene beschäftigen, dass wir also Gesetzen reden, dass wir mit Innenministern, Justizministerin reden. Und das Ernüchternde und gleichzeitig auch sehr Spannende bei der Aufgabe des betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist, dass man ganz nach unten geht. Also wirklich mit den Leuten am PC reden muss, mit den Leuten, die in der Verwaltung sitzen. Und das ist insofern sehr spannend, weil so ein Gesetzeswerk sich immer ganz nett liest, aber was dann nachher gelebt wird, das ist meistens was gänzlich anderes. Der Vortrag heißt Kampfstern Privatika, warum Rambo als Datenschutzer scheitert. Ich habe vor 2 Jahren hier einen Vortrag gehalten, auch natürlich zum Thema Datenschutz. Da ging es um den Ausflug in ein kirchliches Paralleluniversum. Und ich habe offenbar die Metapher beibehalten, jetzt sind wir beim Kampfstern Privatika. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir Datenschützer gerne dazu neigen, kämpferisch aufzutreten, dass wir sehr viel Energie nach vorne stürmen und unsere, wie ich natürlich meine, berechtigten Forderungen versuchen durchzusetzen. Wobei ich den Eindruck habe, dass wir dabei nicht unbedingt unser Publikum erreichen, dass wir dabei auch nicht unbedingt erfolgreich sind. Das heißt, ich möchte im Verlauf dieses Vortrags eine andere Strategie vorstellen. Das wird jetzt keine Sensation sein. Das ist einfach nur, dass ich versuchen möchte, kleines Umdenken zu erzeugen. Das wird jetzt auch nicht der Königsweg sein, mit dem wir dann morgen losrennen können und sagen, jo, jetzt Datenschutz wird immer auf jeden Fall funktionieren. Das ist einfach eine Idee, was wir machen können. Zunächst einfach Grußwort und diese Mail, die ich hier an der Wand habe, ist für mich praktisch der Aufhängerpunkt des gesamten Vortrags gewesen, weil diese Mail wirklich alles beinhaltet, worüber ich gleich reden werde. Hintergrund der Geschichte ist, dass in der evangelischen Kirche ein Mensch mit der Leitungsfunktion sich geweigert hat, sehr sensible personenbezogene Daten über unsere geschützte Infrastruktur, über unser geschütztes Mailsystem zu verbreiten, sondern der hat das einfach über seine private Mailadresse abgewickelt und hat dann auch auf mehrfache Anfragen, also als die dann auch angefangen haben, datenschutzrechtlich bedenkliche Sachen auf ihre Homepage zu verbreiten, nicht reagiert und dann musste ich dann irgendwann beim Ton etwas deutlicher werden, bekam dann diese Mail hier und die möchte ich, obwohl ich normalerweise meine Folien nicht vorlese, doch einmal vorlesen. Da heißt es, ich habe aber auch noch nicht so lange zu dem sehr gewöhnungsbedürftigen Godzilla-System Zugang. Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung habe ich mit, Namen tut jetzt hier nicht zur Sache, Hilfe, hier vor Ort weitgehend behoben. Aus beruflicher Erfahrung glaube ich allerdings auch nicht an die Chimäre des Datenschutzes. Im Übrigen habe ich in meinen 68 Lebensjahren andere Betätigungsmöglichkeiten schätzen gelernt als das Daddeln. Das gehen wir doch mal ein bisschen genauer an. Das Godzilla-System. Er meint natürlich Mozilla. Was er in Wirklichkeit meint, ist eigentlich Thunderbird, den er sich hat konfigurieren lassen. Er sagt auch gleich im nächsten Satz, er braucht dafür fremde Hilfe und er kommt mit dem Ding immer noch nicht wirklich 100% klar. Gleichzeitig eine andere, wie ich finde, wichtige Information, der ist 68. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Das ist ein ganz typischer Fall für die Art von Konflikten, die wir im Bereich des Datenschutzes durchzustehen haben. Da hat ein Mensch lange Zeit seines Lebens zugebracht und auf einmal kommen wir an und sagen, ja, dann ist das Thunderbird. Deswegen sieht er auch den Datenschutz als eine Chimäre an. Und er sieht die Beschäftigung mit Computern auch nicht als etwas an, was wir aus dem IT-Umfeld als Nerds, als Hacker praktisch als Lebensinhalt ansehen, sondern die Beschäftigung mit Computern ist für ihn Daddeln.
Und ich möchte das jetzt gar nicht mal zu sehr kritisieren, aber das ist einfach erstmal eine Haltung, die sich in dieser Mail ausdrückt. Zweites Grußwort, das kennt ihr jetzt wieder. Die mediale Schlachtordnung der letzten Tage erweckt den Eindruck, wir seien im dritten Teil von der Herde der digitalen Ringe angekommen und der Endkampf um Mittelerde stehe bevor. Das ist die Gelegenheit, schon jetzt einen vorgezogenen Nachruf auf die Helden von Bits und Bytes, die Kämpfe für 0 und 1 zu formulieren. Denn, liebe Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren. Und das ist nicht die Offenbarung eines einsamen Apokalyptikers, es ist die Perspektive eines geschichtsbewussten Politikers. Das hat doch Wucht. Immer wieder in die Lage zu versetzen, ich lege an, das zu tun, zu überlegen,
ob man sich vielleicht nicht gerade in irgendeine Sache verrannt hat, ob man dann vielleicht im Eifer des Gefechts eine Position bezieht, die für einen Außenstehenden schwer vermittelbar erscheint. Was immer wieder gesagt wird, da haben Leute das letztlich nicht verstanden. Wir reden gerne von den Internet-Ausdruckern. Das heißt, wir wissen, wie das Netz auszusehen hat und wie man es benutzen muss. Und dabei ist das Ausdrucken des Internets ganz offensichtlich etwas Falsches. Und es gab mehrfach in der Geschichte des Menschen Situationen, in denen wir Perspektivwechsel vornehmen mussten und in denen wir festgestellt haben, naja, also wir müssen tatsächlich auch mal so Denkweise ändern, wir müssen möglicherweise auch von einigen liebgewonnenen Vorstellungen, wo wir uns selbst sehen, Abschied nehmen. Da gab es dann, laut Sigmund und Freud, die drei großen Kränken der Menschheit angefangen, dass wir feststellen mussten, dass die Erde eben nicht die Krone des Universums ist. Wir mussten dann später feststellen, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genaue Zahl lautet. Also ich glaube, es waren 70% der Gene, die wir mit dem Spülwurm gemeinsam haben. Als ich gestern Abend mit der Bahn nach Hause fuhr, dachte ich mir, sehr vorsichtige Schätzung, der Wert nicht höher. Und was wir dann später noch feststellen mussten, der Mensch ist nicht Herr seines Willens. Das heißt, unser Betriebssystem steuert unser Handeln doch stärker, als es lieb ist. Ich behaupte, es gibt jetzt noch drei weitere Kränkungen des Internets. Da müssten wir nochmal diskutieren, ob es jetzt genau diese sind. Ich habe natürlich diese drei angelegt, da weiß ich, dass es rhetorisch besser ist. Wir mussten in den 90er Jahren feststellen, das Netz ist nicht kommerzfrei. Wir hatten vorher ein akademisches Netz und da haben sich dann halt die Studenten und Wissenschaftler unterhalten und hatten einen vollkommen kommerzfreien Diskurs geführt. Und irgendwann in den 90er Jahren öffneten sich die Tore bei T-Online, bei Metronet, kennt noch einer von euch Metronet, AOL bekam durch die gleichnamigen CDs. Das kommerziell geworden. Das Netz ist auch kein eigenes Land. Achtung, ich sage nicht, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Das halte ich für absoluten Quatsch. Aber wir hatten ja immer die Vorstellung, wir haben ein weltumspannendes Netz und in diesem weltumspannenden Netz bewegen wir uns über Ländergrenzen hinweg. Und das tun wir zum Teil ja auch. Eine Mail, die ich in die Vereinigten Staaten schicke, geht natürlich frei durch das Netz durch. Aber wir müssen gleichzeitig natürlich auch feststellen, das Netz ist natürlich auch ländergebunden. Ich weiß nicht, wer gestern im Talk von Stefan Ober war, der hatte gestern eine hervorragende Keynote gehalten, in der er sagte, es war ohne weiteres möglich, in Ägypten mal schnell das Netz abzuschalten. Das heißt also, ja, das logische Konstrukt Internet ist das weltumspannende, aber spätestens wenn wir auf die physikalische Ebene runterkommen, gibt es Leute, die an den Schaltern sitzen und die sagen, wir ziehen jetzt mal das Kabel und wir machen das Internet aus. Und die Leute, die dieses Kabel ziehen, sind zum Teil wir selbst, das hat Stefan eben auch gesagt. Als Techniker sagen wir, tun Sachen, weil sie möglich sind und wir lassen uns mitunter auch auf Sachen ein, bei denen wir dann mitunter auch etwas zweifeln, ob wir Sachen tun. Führt uns zum dritten Punkt. Als das Internet aufgebaut wurde, war es ein technisches Netz. Und inzwischen gibt es natürlich immer noch das Techniker-Netz, aber es gibt eine unglaublich große Menge von Menschen, die das Netz eben nicht technisch sehen, die nicht bereit sind, mit uns darüber zu diskutieren, ob HTML-Mails und was Böses sind und worauf man da achten sollte. Das heißt, das Netz wird immer stärker definiert von den Leuten, die es benutzen. Das heißt, wir verlieren als Techniker auch immer mehr das Sagen im Netz. Nochmal, haben wir es jetzt verstanden? Es geht immer wieder darum, dass wir behaupten, ja, also so wie das ursprünglich gedacht war, so muss und wird es sein. Und jetzt nenne ich mal drei Kulturtechniken, von denen eine vielleicht den Jüngeren nicht mehr so ganz bekannt ist, die ursprünglich vollkommen anders intendiert waren, als wir sie zum Schluss benutzt haben. Das Telefon kennen wir als ein bidirektionales Medium. Tatsächlich aber war es eher als unidirektional gedacht. Man hatte ursprünglich die Planung, dass man als Chef seinen Bediensteten eine Nachricht gibt, die können uns sagen, ja, wir haben verstanden, machen wir. Aber es war eher als Mitteilungsmedium gedacht. Schallplatte. Das sind diese flachen Dinge, also große schwarze CDs. Die ersten Plattenspieler waren mit einer Aufnahmevorrichtung ausgestattet. Es gab dann auch diese Wachsrollen, die dann was reingerissen wurde. Das heißt, ursprünglich hatte man die Idee, dass
die Schallplatte auch zur Aufzeichnung von Sachen da ist und nicht nur zur Wiedergabe. Radio war ursprünglich als bidirektionales Medium gedacht, dass die Leute miteinander reden. Und wir wissen heute, dass wir einerseits in der Sendung anrufen können, aber es ist ein Medium, das an uns ausgestrahlt wird. Die einzigen Leute, die Radio vielleicht noch am ehesten verstanden haben, in dem Sinne, dass sie es im ursprünglichen Sinn benutzen, sind die Amateurfunker. Wenn wir jetzt mal überlegen, welche Rolle die Amateurfunker im normalen Radioverkehr spielen, male ich jetzt mal ein bisschen schwarz und sage, ich übertreibe doch gerne mal, und sage, dass wir Techniker möglicherweise in Sachen Internet ähnlich ins Abseits geraten können, wie die Amateurfunker im Sinne vom Radio. Ich behaupte weiterhin, es gibt auch keine einheitliche Art und Weise, das Netz zu verstehen. Das Internet ist erstmal nichts weiter als die Feststellung, wir haben Rechner, die mit TCP/IP kommunizieren. Das ist mehr oder weniger die Definition von Internet. Und daraus leitet sich in meinen Augen keine Interpretation ab, wie das Internet zu verstehen ist. Wir haben natürlich unsere Interpretation, wir sagen, wie andere sie auszusehen haben. Um jetzt vielleicht euch mal so zu vermitteln, wie unsere Sicht des Netzes auf Außenstehende wirkt, komme ich jetzt mal kurz aus Kirchenheim und muss euch mal den Unterschied der Sichtweisen von Kirchen extern und intern zu vermitteln. Wer von euch ist aktiv in der Kirche tätig? Egal, ob ihr tut. Also wenige. Für den Rest von euch wird Kirche wahrscheinlich so eine Institution sein, womit man nicht so richtig was anfangen kann. Da werden seltsame Riten gepflegt. Die haben eine ganz eigentümliche Sprache, die haben auch eigentümliche Vorstellungen, wie die Welt aussieht. Sie versuchen, eine nicht weiter bewiesene Entität irgendwie zu Änderungen zu beeinflussen, nennt sich auch Gebete. Und das wirkt auf Außenstehende sehr bizarr. Also Kirchentage, da möchte ich lieber nicht hören, wie einige Leute darüber herziehen. Aus der Innensicht der Kirche sagen wir, ja, das ist doch alles völlig logisch und warum wir unsere Riten so abhalten, das ist auch ganz toll, wir haben diesen großen Spaß dabei. Aber das sind dann zwei Sichten auf eine dieselbe Sache, wovon beide Parteien der Meinung sind, sie hätten wohl verstanden, worum es da geht. Das haben sie zu einem gewissen Teil auch. Sie sind bloß auf unterschiedlichen Wegen zu unterschiedlichen Interpretationen gelangt. We lost the war against Facebook. Ja, ich habe heute etwas polemisch. Es gab keinen Krieg gegen Facebook. Es gab von Datenschutzerseite die Kritik an Facebook, wie Facebook aus Datenschutzersicht zu falsch mit den Daten umgeht. Ich hatte jetzt im Februar ein schlimmes Erlebnis, das mich so ein bisschen zu Grübeln gebracht hat, und das war der ACTA-Protest. Der ACTA-Protest hat, je nach verschiedener Schätzung, also da gibt es extrem unterschiedliche Zahlen, also zwischen 20 und 100.000 Leute auf die Straße getrieben. Jetzt lassen wir uns mal über die Präzision von Schätzungen nicht weiter aus, aber da waren schon nicht wenig Leute auf der Straße, sehr, sehr viele Schüler. Was mich sehr gefreut hat, es wächst offenbar gerade wieder eine politische Generation heran, ist zumindest meine Hoffnung. Und wenn man sich mal guckt, wie die organisiert wurden, zumindest die Städte, die ich mir angeguckt habe, haben sich über Facebook organisiert. Da gab es kein Wiki, da gab es keine Mailingliste, da gab es keine Website, keinen Blog, sondern die haben große Teile der Organisation über Facebook gemacht. Und haben dann auch dann gesagt, okay, da holen uns die Live-Box-Masken, da treffen wir uns, unsere Route sieht so und so aus. Ich habe auch von Städten gehört, die dann von den klassischen Demonstrationsorganisatoren organisiert wurden. Aber es gab eben auch ganz viele Städte, in denen gerade so Jugendbewegungen nannten, die sich dann auch das alles über Facebook abgewickelt haben. Und wir als Datenschützer standen dann davor und haben gesagt, ja, wir würden uns gerne beteiligen, aber Facebook kommt für uns nicht in Frage. Wir würden euch gerne mehr sparen. Nee, das haben wir. Wir haben uns anmeldet bei Facebook und wir gucken da nicht drauf. Und dann sagen wir, ja Leute, wisst ihr denn überhaupt, welches Risiko ihr eigentlich? Ihr verlasst euch auf keinen einzigen Ansprechpartner. Ihr verlasst euch darauf, dass Facebook immer eure Kommunikation zulassen wird, dass sie nicht filtern werden, dass sie vielleicht die Kommunikationskanäle nicht abschaffen werden, dass keine Regierung auf Facebook zutritt und sagt, wir wollen, dass ihr da jetzt bestimmte Regelungen erfüllt. Und sie verfolgen einen vollkommen pragmatischen Ansatz und sagen, wieso das funktioniert doch. Und das mag jetzt vielleicht zu manchen Technikern die Haare zu Berge stehen lassen, auf der anderen Seite, ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass sie das so sehen und das verstehe das. Der nächste Punkt, den es zu grübeln gab, ist das hier. Was ist das? Achso, Single Point of Failure, ich war zu faul, das auszuschreiben. Und entlöst, für alle Leute, die nicht aus Köln kommen, es funktioniert doch. Gut, das Bild hier, was ist das? Das ist ein Überraschungsfoto, ja. Das ist eine nicht besonders attraktive Auswahl.
Wir Datenschützer sagen, das ist ein personenbezogenes Datum, das wollen wir schützen können. Wir haben dann auch durchgesetzt, dass solche Bände verwechselt werden können bei Google Street View. Und es kam zu extremen Reaktionen. Es gab Leute, die dann mit Fotoapparaten durch die Straßen gezogen sind und genau diese verwechselten Leute fotografiert haben und dann auch ein Overlay definiert haben, bei dem man dann die Bilder wieder unverwechselt sehen konnte. Es gab Leute, die Eier auf solche verwechselten Häuser geworfen haben. Es gab Leute, die an die Nachbarn geschrieben haben, ja, unser Haus ist verpixelt, da ihr offenbar paranoid seid, werde ich jetzt für euch auch kein Paket mehr annehmen. Wir können uns jetzt über solche Positionen lustig machen. Tatsache ist, dass die Leute reagiert haben und auf irgendeine Sache extrem sauer waren. Ich frage mich, warum ist das der Fall? Und ich sage jetzt nicht, die haben falsch reagiert. Ich versuche zu verstehen, was hat sie dazu gebracht, so zu reagieren, wie sie reagiert haben. Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich Datenschutz sehe, ein kurzes Quiz. Ich spiele mal ein bisschen Wer wird Millionär. Warum kümmern wir uns um Datenschutz? Möglichkeit A, weil uns der Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes dazu verpflichten. Möglichkeit B, weil uns das Bundesdatenschutzgesetz dazu verpflichtet. Und Möglichkeit C, weil wir entsprechende Dienstvereinbarungen mit unserer Firma abgeschlossen haben. Wer ist für Möglichkeit A? Wer ist für Möglichkeit B? Für Möglichkeit C? Ja, Publikumsjoker, natürlich ist wahr, Möglichkeit D, weil es meinem Menschenbild entspricht, meinem Gegenüber die Entscheidung zu überlassen, was ich von dir wissen darf. Was ich damit vermitteln möchte, ist, es gibt eine rechtliche Situation, und die können wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen, aber ich behaupte, wir sehen es genau in der umgekehrten Reihenfolge. Ich bin für Datenschutz nicht, weil es ins Gesetz ist, sondern ich bin für, da steht im Gesetz, weil ich Datenschutz aus einer Menschensicht, aus einem bestimmten Menschenbild heraus für wichtig halte. Und es offenbar noch genug andere Leute gab, die das genauso sagen und einige von ihnen dann das entsprechende Gesetz geschrieben haben. Es gibt in dem Zusammenhang das Stichwort des Grundgesetz Fanboy-Tums. Das wird jetzt auch wieder polemisch, aber ich möchte einen bestimmten Punkt überbringen. Es geht mir zum Beispiel jetzt um den berühmten Artikel 27 des Grundgesetzes. Weiß einer, was da drin steht? Alle deutschen Bauparteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte. Würde jemals einer von euch dafür auf die Straße gehen und demonstrieren? Steht auch im Grundgesetz. Sowas wie 1, 2, 3, wir wollen die Kaufpartei oder sowas. Glaube nicht. Worauf ich hinaus will? Nur weil es im Grundgesetz steht, muss es uns nicht wichtig sein. Aber wenn es wichtig ist, sollte es vielleicht im Grundgesetz stehen. Gut, die Vorhand ist ungefähr vermittelt worden jetzt. Deswegen die Frage, warum lassen wir unsere Mitarbeiter Datenschutzerklärungen unterschreiben? A, weil uns der Gesetzgeber dazu verpflichtet. B, weil unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte darauf Wert legt. Und C, weil wir die Mitarbeiter in die Pflicht nehmen wollen. Und zwar, ob ihr lernfähig seid. Wer ist für A? B? C? Ja? Kommt jetzt dann auch noch nah an. A ist natürlich D. Und zwar, weil wir durch Schulung und andere Maßnahmen eine datenschutzfreundliche Firmenkultur schaffen wollen. Die Idee ist also, ich finde, dass eine Firma erst einmal sich überhaupt des Problems der Aufgabenstellung Datenschutz bewusst werden sollte. Und was sie dann ihre Leute unterschreiben lässt, ist ein Teil einer ganz langen Kette. Es geht eher darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Ich kann die Leute solche Datenschutzerklärungen dreimal unterschreiben lassen, das wird nicht funktionieren. Was in solchen Firmen nämlich immer wieder gerade passiert ist, man sitzt morgen an seinem Arbeitsplatz, man kriegt eine Mail rein, ja bitte drucken Sie diese Erklärung bis morgen 12 Uhr aus und unterschreiben Sie die und schicken Sie zurück an Human Resources. Achso, was Sie wissen müssen, da steht dann im Internet. Und dann liest man diese Erklärung sich durch und da steht dann auch drin, ja, ich wurde doch über den Inhalt des Bundesdatenschutzgesetzes aller Rechte und Pflichten, die ich habe, belehrt. Ich habe einen Link ins Internet bekommen. Ja, das soll also eine Belehrung sein. Und was dann auch tatsächlich passiert ist, da kenne ich nur mehrere Einzelfälle, ich nehme jetzt einen her, da hat dann auch ein Mitarbeiter mal gesagt, ja, ich wusste, also der Hyperlink, der sagt mir nichts, ich hätte ganz gerne eine vernünftige Belehrung. Und die Antwort lautete, ja, bitte unterschreiben Sie. Das ist jetzt manchmal tragisch. Dann gab es auch Fälle, wo dann einen Tag, nachdem die entsprechende Abteilungsleiterin ihre Unterschrift geleistet hatte, Mail über den Großverteil geschickt, wo die Geburtstage eines großen Bundes Mitarbeiter drin standen, mit der Begründung, ja, da könnt ihr denen zum Geburtstag gratulieren, wenn es soweit ist. Die hat wurde vorher unterschrieben, dass die personenbezogenen Daten nicht ungefragt weiterreichen, den
getroffen, die Chance, das zu besprechen und dass sie vorher nachfragt, alles Mögliche, aber sie hat das offenbar nicht getan. Ich habe daraufhin dann mal gefragt, im Landesdatenschutzbeauftragten, was man unter einer vernünftigen Belehrung im Datenschutz verstehen kann. Und der sagt dann eben, es reicht eben nicht aus, einfach nur zu sagen, ja, es gibt das Bundesdatenschutzgesetz und da gibt es einen Paragraph 5, sondern es muss eine Einweisung in den Datenschutz vorgenommen werden, die sich auf den jeweiligen einzelnen Aufgabenbereich bezieht. Das heißt also, die Sekretärin und der Admin dürfen eben nicht den gleichen Format jetzt vorgerotzt bekommen. Dem wird dann gesagt, ja, das gilt jetzt für euch, sondern es muss gesagt werden, die Sekretärin und deinem Aufgabenbereich war eine Vorgabe über Admin. Du sitzt auf Servern, das heißt, du musst auf folgende Sachen achten. Es muss wirklich differenziert werden. Und es reicht dann eben nicht einfach nur auf einen Link zu verweisen. Das ist in meinen Augen, also diese Interpretation ist jetzt, also, die ist nicht unumstritten. Es gibt Leute, die sagen, es reicht sehr wohl ein Link aus. Aber in meinen Augen muss da halt mehr geschehen. Der Datenschutz sieht sich im Prinzip zwei Arten von Kritikern gegenüber, das sind aber die letzten Statierten, wir denken wieder an die Mail von vorhin, von den 68-Jährigen. Für die sind Computer ein Werkzeug. Und das Internet, ja, nehmen sie halt hin, dass es sowas gibt, aber die interessieren sich nicht dafür, wie das funktioniert, sondern es soll nur funktionieren. Ich nehme immer so ein Beispiel, wenn ich ein Auto fahre, wenn ich einen Dienstwagen habe, dann verlange ich von dem Ding, dass der Motor läuft. Und die äußerste Form der technischen Auseinandersetzung mit dem Gerät findet statt, wenn ich gucke, was für eine Art von Sprit das Ding taucht. Alles andere ist mir persönlich egal. Es mag jetzt was lauter euch, die mit jemandem widersprechen werden. Wir sind Autos wurscht. Und ungefähr so wurscht wie mir Autos sind, sind den meisten Anwendern Computer. Das ist für den Ding, das auf dem Schreibtisch zu stehen und wenn da auf einmal so ein komisches Fehlerfenster aufblinkt, dann ist das Mist. Dann gibt es aber eben auch noch Experten, Leute, die sich wirklich jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt haben und aus dieser Auseinandersetzung herausgefunden haben, was funktioniert, was nicht. Wir behaupten, dass ihr Datenschützer euch in eine Sache verrannt habt, ihr behauptet, dass ihr in Widersprüche reinläuft und wir bieten deswegen einen Gegenentwurf an. Die dann eben aufgrund ihrer Überlegung auch sagen, es gibt sowas wie Post-Privacy und darauf und aus dem Prinzip des anders. Und das sind auch zwei unterschiedliche Arten von Kritik, mit denen wir uns auch unterschiedlich auseinandersetzen müssen. Wir können jetzt nicht die beide über einen Kamm scheren. Um ungefähr zu verdeutlichen, wie dieser verschiedene Umgang mit dem Netz aussieht. Es gibt ein schönes Zitat von Douglas Adams, das ich jetzt mal sinngemäß wiedergebe. Alles, was zur Geburt eines Menschen da war, wird von diesem Menschen als selbstverständlich angenommen. Und das ist wahrscheinlich für viele von euch, dass es überhaupt ein Internet gibt, dass ihr es mit vernünftigen Computern zu tun habt, mit dem man auch nicht arbeiten kann. Alles, was so zwischen 10 und 20 Jahren stattfindet, ist aufregend und spannend und man freut sich darüber, dass es das gibt. Alles ab 30 ist dann eine Störung wieder die Natur und wieder die gottgegebene Ordnung. Das ist natürlich jetzt alles sehr hart, aber ich kann das zum Beispiel an mir selbst beobachten. Ich hatte große Schwierigkeiten zu verstehen, wozu Twitter gut ist. Ich verstehe nicht, was an den Leuten jetzt so toll ist. Und ich saß gestern im Ponytalk-Talk und habe gedacht, okay, hier passiert gerade etwas, was ich sehr, sehr lustig finde, aber ich verstehe nicht, was ihr da gerade macht. Entsprechend gibt es verschiedene Generationen im Netz. Es gibt Leute, die haben nie was anderes kennengelernt als das Internet. Das ist vollkommen selbstverständlich für dich. Da gibt es so Leute wie mich, die haben dann irgendwann so im Alter von 13 Jahren das erste Mal gesehen, oh, es gibt sowas wie ein Internet. Es gibt immer, ach, Internet, Quatsch. Modem, Cerberus, so ein Zeug. Aber man kann da halt über Telefonleitung Daten austauschen. Und dann gibt es, wieder die Welt vom Anfang, Leute, die ihr gesamtes Netz, ihr gesamtes Leben ohne Netz verbracht haben. Schöner Versprecher. Und die Computer als etwas betrachten, was denen so aufgezwungen wurde, aber so richtig glücklich sind sie mit dem Kram halt auch nicht. Und entsprechend haben die alle eine unterschiedliche Sicht davon, welche Rolle Computer im Leben besitzen, welche Notwendigkeit, welche Wichtigkeit sie haben, wie man mit ihnen umzugehen hat, ob man vielleicht auch irgendwas ohne die kann. Das sind natürlich alle scharfe Trennungen. Ich behaupte, die Grenzen sind fließend und irgendwelche Leute springen vielleicht auch zwischen den Gruppen ab und zu mal hin und her. Aber wir haben zumindest so eine grundsätzliche Differenzierung. Ich behaupte auch in dem Punkt, jede dieser einzelnen Gruppen hat eine eigene Interpretation davon, was das Internet ist. Und ich behaupte, jede dieser Gruppen hat auf ihre Weise auch wieder recht.
Wir kommen mal zum klassischen Datenschutz, um zu gucken, wo wir zum Beispiel auch, was die rechtliche Lage anbelangt, in, einfach in Schwierigkeiten reingeraten und jetzt auch durch das Internet mit Fragen konfrontiert werden, für die wir keine vernünftige Antwort haben. Früher war das so, da ist Frau Mustermann aufs Amt gegangen und hat dann dem Herrn vom Amt ein Dat übergeben, das wurde dann aufgeschrieben, wurde erfasst, wurde eine Akte erstellt. Das Ganze wurde dann in einem Rechenzentrum oder in einem Aktenschrank abgelegt. Und man wusste halt, diese Daten sind genau diesen Weg gegangen, die befinden sich auf diesem Magnetband. Und wenn die transportiert werden mussten, dann gab es da auch größeren Aufwand. Also das war alles sehr stark ausgebunden. Man hatte auch die Vorstellung, dass eben Daten in großen Rechenzentren zentral auf Mainframes verarbeitet werden. Es gab keine größeren Datenspeicher dezentral, es gab erst recht keine Cloud. Das Ganze fand zudem auch noch bequemerweise innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik statt. Damals vielleicht sogar noch ohne Ostdeutschland. Und das fand an vielen verschiedenen Orten statt, aber das waren alles getrennte Sachen. Also man konnte sich natürlich mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn jetzt irgendwelche Rechenzentren und Daten untereinander austauschen. Aber das war ein Fall, der ganz klar geregelt war, wo man auch immer sehen konnte, wann Daten durch die Gegend fließen. Das war eine sehr einfache Welt. Und aus dieser Welt kommen große Teile des Bundesdatenschutzgesetzes. Wie sieht es heute aus? Ich sollte vielleicht sagen, dass ich bei CASO aktiv bin. Das ist eine internationale Gemeinschaft, die sich um die Ausgabe von SSL-Zertifikaten kümmert. Was bedeutet, dass man sich mit Leuten trifft, dass man sich die eigene gegenseitige jeweilige Identität versichert und dass man dann so einen Web of Trust aufbaut. Das sieht in der Praxis dann so aus. Ein Deutscher trifft in Belgien auf einen Franzosen und die machen dann so eine persönliche, also so eine Ausweiskontrolle. Das heißt, also der Franzose gibt dem Deutschen einen Ausweis, der schreibt sich alles auf, was er braucht und führt dann eine sogenannte Assurance durch, also eine Identitätsüberprüfung. Das Ganze findet unter Aufsicht einer australischen Mutterorganisation statt. Die unterwerfen sich eben auch den Policies dieser Organisation. Es gilt in Teilen das Recht von New South Wales. Gleichzeitig gibt es eine sogenannte Arbitration, also eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit intern von CASO, der sich die Leute unterwerfen. Gespeichert werden die Daten auf einem Server in den Niederlanden. Das heißt also, jeweils die beiden der Assurer und der Assuree treten die Daten ein, das Ganze wird dann auch verwaltet. Und das Ganze wird dann auch noch mit einem Mail-Server verbunden, über den dann Mails abläuft, der steht in Österreich. Die Frage ist jetzt, welches Recht gilt hier? Gilt diese Arbitration weltweit? Gilt New South Wales? Gilt Frankreich? Gilt Deutschland? Gilt die Niederlande? Gilt Österreich? Gilt die europäische Datenschutzrichtlinie? Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal auf der internationalen Mailingliste nachgefragt, wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit einer Assurance, die in Deutschland durchgeführt wird? Gilt da das Bundesdatenschutzrecht? Ich behaupte ja. Und wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir jetzt in Deutschland Ärger mit dem Rechtssystem bekommen? Und ich habe da einen Shitstorm losgetreten, das war eine Wonne, dem zuzugucken. Was mir dann einfiel, und gerade so aus dem amerikanischen oder aus dem australischen Raum kam extrem scharfe Reaktionen bis hin zu einer Mail, die sinngemäß sagte, ja, ich habe schon den Krieg verloren und er hat die Hunde verglast, also beschwert euch nicht. Kleinere Geschichte, was ich vorhin auch andeutete mit der internen Mailstruktur der evangelischen Kirche. Wir haben hier in Bonn versucht, dass die ganzen internen Mails, bei denen es dann eben auch um Personalangelegenheiten geht, um Bewerbungsunterlagen, um disziplinarrechtliche Angelegenheiten, dass diese ganzen Mails bei der internen Mailinfrastruktur laufen. Das heißt also, dass alle Leute, die mit solchen Daten zu tun haben, eben nicht mehr mit irgendwelchen GMX-Adressen und sowas versorgt werden, sondern dass alles innerhalb unserer Infrastruktur bleibt. Ich würde jetzt ein bisschen ausführen, warum das auch rechtlich ganz wichtig ist, aber überspringen wir das mal. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch alles ganz super. Wir geben denen eine weitere Mail-Adresse, wir geben denen eine Anleitung, wenn man den ganzen Kram installiert. Wir geben denen sogar eine Webmail-Adresse, wenn die keine Lust haben, ihr Mail-Client zu konfigurieren. Das wird doch funktionieren. Also ich würde mich über eine weitere Mail-Adresse freuen. Stattdessen waren die so richtig stinkesauer. Da gab es Presbyterinnen, die haben mit Rücktritt von ihrem Amt gedroht, wenn sie gezwungen werden, diese Mail-Adresse zu benutzen. Unter anderem auch eine Presbyterin, die überhaupt nicht verstand, warum es komisch ist, wenn wir eine disziplinarrechtliche Angelegenheit an das Konto, das sie bei ihrer Firma hat, schicken. Da hat sie allerdings gerade eine Urlaubsweiterleitung an irgendeinen Mitarbeiter, der überhaupt nichts mit der Kirche zu tun hat, aber der liest dann halt mal die disziplinarangelegenheit aus dem Kindergarten. Kann man sich jetzt
streiten, ob das eine besonders kluge Sache ist. Denen geht das meiner Meinung nach nichts an. Was ist da schiefgegangen? Ich muss zugeben, ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, warum die Leute so aggressiv darauf reagieren. Die haben zum Teil gesagt, ja, diese URL mit der Webmail, wenn ich die aufrufe, das ist eine unzumutbare Belastung für uns Ehrenamtliche, wir haben ohnehin schon so viel zu tun. Und ich habe es nicht verstanden. Aber das war kein Einzelfall, das waren ganz viele Leute, die so reagiert haben. Ich habe versucht herauszufinden, worum es geht und meine als einige der Ursachen festgestellt zu haben, wir haben ihnen das so aufgedrückt. Wir haben ihnen gesagt, hier, zack, da ist die Mailadresse und laut Kirchenrecht Paragraph bla 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 gilt das und laut Synodalbeschluss von Januar habt ihr das jetzt gefälligst machen und aus. Und wenn ihr ein Problem habt, da ist ja die Anleitung. Und die Leute haben stinkig reagiert, weil sie das so hingerotzt wurde, behaupte ich. Und der Ausweg bestand zum Teil darin, dass ich mich mit einzelnen Mitarbeiterinnen mehrere Stunden zusammengesetzt habe und dass sie erstmal geguckt haben, was denn alles nicht funktioniert. Die haben gesagt, ja, der ganze Mailkram funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich muss auch das falsche Mailprogramm auf. Das kann nicht funktionieren. Ja, aber Mails, die ich versende, kommen nicht an. Ja, du hast die Mailadresse falsch eingetippt. Ja, das heißt, dass euer Mailsystem ganz kaputt ist. Nee, nee. Aber ich kann euch auch keine Mails schicken. Ja, weil du von einer Mailadresse schickst, die als Fremdmailer gelistet ist. Das kann nicht funktionieren. Ergebnis war, dass viele der Probleme werden konnten. Ich behaupte auch, dass diese Leute jetzt die Mailadresse wieder benutzen. Ich habe von denen auch wieder positive Reaktionen gekriegt. Das Problem ist nur, dass es immens Zeit und Personal aufwendig ist. Aber wenn wir Verständnis bekommen wollen, dann haben wir gar keine andere Chance, als mit einem riesen Aufwand erstmal zu den Leuten hinzugehen und zu fragen, was wollt ihr überhaupt, wo ist euer Problem? Ich möchte verstehen, was euch gerade zwickt. Eine andere Sache, die uns Datenschützer gerne vorgeworfen wird, wir hätten so eine negative Einstellung. Also, wir würden bei allen Neuerungen erstmal sagen, dass wir sie blöd finden. Wir fanden Facebook blöd, wir fanden Computer in den 80er Jahren erstmal blöd, das wäre so ein Herrschaftsinstrument des Imperialismus. Wir hatten halt bei vielen Sachen, die in den letzten Jahren kamen, erstmal gesagt, nee, damit haben wir ein Problem, das ist uns Technikfolgen, Abschätzung ist nicht sauber erfolgt. Und wir geraten deswegen schnell in den Ruf, dass wir Bedenkenträger sind. Es gibt diesen uralten Witz, den kann ich jetzt ja wieder bringen, weil ich älter bin als ihr und den vielleicht nicht mehr kennen. Diese Sache, bis ein Amerikaner, ein Japaner und ein Deutscher bekommen, eine neue Erfindung vorstellen. Der Amerikaner sagt, super, wie kriege ich das Ding billiger und schneller? Super, sagt der Japaner, wie kriege ich das Ding kleiner und noch billiger? Scheiße, sagt der Deutsche, eine Gefahr für uns alle, wie kriege ich das Ding verboten? Und das ist eine Grundhaltung, naja, die jetzt zum Beispiel auch dazu führt, dass die Piraten zum Teil so unverbraucht rüberkommen, weil erstmal mit so einer ganz munteren, vielleicht auch naiven und blauäugigen Einstellung einfach mal loslegen. Wir haben so ein Post-Privacy, wir haben ihr Liquid Feedback aufgesetzt und haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Und ja, da mag ja eigentlich nicht funktionieren, aber wir probieren es einfach mal. Und die Leute sitzen zum Teil in Fernsehshows und bringen inhaltlich jetzt nicht so Sachen, die mich völlig vom Hocker reißen, aber die verunsichern die etablierten Parteien immerhin so weit, dass kurz bevor die Kamera ausblendet und die Sendung zu Ende ist, die Vertreter der SPD und Grünen dann mal ganz schön sagen, ja, aber die haben auch eine Homepage. Mit einer Mail zu gehen, dann standen irgendwo, da habe ich jetzt noch improvisieren müssen.
stand aber nicht in der in diesem konkreten Fall. Und da ist zum Teil auch dann gedruckte Unterlagen eingescannt und dann mehr verschickt wurden. Sondern das war einfach ein Streit, bei dem sich eine Mitarbeitervertretung mit dem Arbeitgeber die Haare gekriegt hat, die bei der gesagt hat, ja, dann lass uns doch mal gegenseitig ärgern und guck mal, was im Datenschutz noch so alles drinsteht. Was auch dann passiert, wir hatten uns, wir mögen ja irgendwie so palette Werkzeuge. Und dann, was immer wieder gerne geschieht, ist, dass dann gesagt wird, ja, um den Datenschutz einzuhalten, brauchen wir dieses und jene Werkzeug. Das ist dann zufällig immer genau das Werkzeug, das der Admin sowieso gerade super findet. Das muss aber nicht das Werkzeug sein, das die Mitarbeiter super finden. Womit wir auch noch ein Problem haben, was jetzt auch aus Sicht des Datenschutzes ja erstmal eine gute Idee ist, das Recht auf Vergessenes in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde. Das heißt also, dass irgendwelche Sachen, die mir mal peinlich werden können, nach einiger Zeit aus dem Netz verschwinden. Aber wenn wir mal überlegen, welche Techniken wir dafür benutzen müssen, dann sind das alles Techniken, die auch als netten Nebeneffekt dazu führen, dass Musik viel schwerer kopierbar wird, dass das Urheberrecht durch die Verwertungsindustrie viel schärfer durchgesetzt werden kann, dass wir nicht mehr Herr unserer eigenen Geräte sind und die dann eben ja auch noch für ein gutes Zensur taugen. Und da müssen wir gewaltig aufpassen, dass wir uns nicht vor diesen Karten spannen lassen. Deswegen meine Idee, ich habe angefangen mit dem Kampfstern und ich möchte kommen zu einem Forschungsschiff. Ich dachte dabei an die USS Enterprise, Next Generation. Ich hatte mir überlegt, wer bin ich auf diesem Schiff? Nicht von der Harley, bin ich mal nicht schon Picard. Vom doofen Gewäsch her bin ich Wesley Crusher, Mist. Aber die USS Enterprise hat zwei interessante Ideen. Das eine ist, die fliegen erstmal los und gucken sich ein Planeten an. Da gibt es diese oberste Direktive, die ich dann natürlich aufweichen möchte, bei der man eine fremde Kultur erstmal beobachtet und zu verstehen versucht, zu kritiken. Und dann kann man ja immer noch mit den Leuten in Interaktion treten. Und was auch noch mir sehr, sehr gut gefallen hat, klassische Situation. Enterprise fliegt durch die Gegend und der Waffenstand, die Sicherheitsbrücke, also Worf, sagt dann, Achtung, großer Kampfkreuzer enttarnt sich direkt vor uns, Phaserwerke sind geladen, wir stehen im Visier, was sollen wir tun? Und die Karte sagt, wunderbar, Schilde runter, Grußfrequenzen an, es könnte ihre Karte Hallo zu sagen. Und das will ich, dass wir das auch tun. Deswegen, Energie. Ich danke euch. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Sekunde.